Dicht gedrängt auf dem Boden lernen die Kinder im alten Schulhaus vom Dorf Juadiji im Township Tantaba. Einige Schüler müssen sogar draußen sitzen. Dass ihre Kinder so nicht richtig lernen können, war auch den Dorfbewohnern bewusst. Zumal das Gebäude während der Regenzeit regelmäßig überschwemmt wird. Doch ihnen fehlten die Mittel, um alleine Abhilfe zu schaffen. Dass ihre Kinder nun trotzdem in neuen Klassenzimmern lernen können, verdanken sie der Unterstützung der Rainer-Meutsch-Stiftung Fly and Help in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe. Die neu gebauten Schulräume stehen auf einem erhöhten Fundament, das vor Überflutung schützt, und sind mit neuen Tafeln, Tischen und Bänken ausgestattet. Vor allem aber gibt es endlich genug Platz. Weniger Kinder teilen sich einzelne Räume. Vorher waren die unterschiedlichen Klassen nur mit Hilfe von Stellwänden voneinander getrennt. Heute können sich die Kinder besser konzentrieren und die Lehrer sich intensiver den einzelnen Schülern widmen. Bereits früh lernen diese sogar Englisch. Wichtig in einem Land, das sich nach Jahrzehnten der Isolation nun endlich der Welt öffnet. Wir allein hätten es nie geschafft, ein neues Schulgebäude zu errichten. Baumaterial ist teuer und uns fehlt das technische Wissen. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kinder nun trotzdem in diesen Räumen lernen können. Fly and Help hat uns das gesamte Material finanziert, die Welthungerhilfe bei der Konstruktion geholfen und wir selbst haben unsere Arbeitskraft eingebracht. In den neuen Schulräumen ist es nicht so laut. Ich kann viel besser zuhören. Hier kann man auch in der Regenzeit gut lernen. Das Wasser kommt nicht ins Klassenzimmer, meine Füße bleiben trocken. Wir sitzen auf richtigen Schulbänken. Die Wände sind sauber und schön. Gerade wird die neue Brücke zur Schule fertiggestellt. Von der Dorfgemeinschaft bezahlte gelernte Handwerker bauen die Verschalung ab. Auch einige Dörfler helfen aktiv mit, denn es ist ihre Schule. Fly and Help und die Welthungerhilfe haben sie dabei nur unterstützt, als Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Arbeiter aus dem Ort wässert den Beton, damit der nicht zu schnell austrocknet und lange hält. Die Kinder wollen die neue Brücke natürlich sofort ausprobieren. Rund 200 Grundschüler in einem kleinen Dorf von Myanmar. Viele Gesichter, die in die Zukunft blicken.